Ja, jetzt, wir sind schon am Samstag bei Haus Rennstrecke, unsere Lieblingsstrecke Nürburgring mit unserem Lieblingswetter. 50-50 Wett mit Trocken. Deswegen, jetzt wird uns überrascht, dieser Rennen. Damian hat gut qualifiziert. Von Position sage ich nichts, aber von Rundezeit ist okay. Ich bin zufrieden, ich habe gedacht, es wird schlimmer. Ja, wir gehen gleich auf Grid. Ich weiß nicht, ob das haben wir genug Zeit. Aber okay, bis Rennen haben wir noch 40 Minuten. Ja, gleich zum Rennstart. Startposition bei uns von 1. Für Jefgen und Damon von Platz 29. Ja, wir hatten gestern ein bisschen Pech bei der letzten Trainingssession von Damon nicht fahren. Hat er dafür einen guten Job gemacht im Quali fürs erste Mal Nürburgring und für die wenige Fahrzeit. Jetzt hoffen wir, dass die beiden Jungs gut im Rennen mithalten können. Dass wir vielleicht noch, dass sie Glück haben am Ende mit dem Safety Car. Dass Jefgen dann gut, die gute Pace hat. Und jetzt, ja, Daumen drücken. Wir sind schon vor dem Start. Ich sehe von erster Qualify, die BOP für BMW natürlich schlecht geworden, was fast alle BMW, welche war so schnell, erste, zweite Rennen war gut nach vorne, jetzt alles steht nach hinten. Wir gucken im Rennen, wie das alles läuft. Und ja, viel Glück zum Damian. Ich habe gesagt, der hat gut gemacht. Gucken wir. Regenjacke in Nürburgring musst du immer mitnehmen. Guys on slicks are so slow. I was catching them like crazy and it's not gonna let up, so they're fucked, I think. I think this is a good one for us. Condition. First place. Am Samstag absolut glückliches Ergebnis. Ich bin mega glücklich, weil das erste Podium bei der CGT4 Germany dieses Jahr. Und sofort haben wir Trophy gewonnen und overall wir sind Top 10. Und erstmal im Punkte dieses Jahr. Das habe ich schon lange erwartet, diese Ergebnisse, weil das ist wichtig, ja, für Fahrer ist wichtig, was gut machen und was nach Hause bringen, ja, als kleiner Pokal, als das zeigen, was haben wir als Job gemacht. Das war Glück und gute Entscheidung von unserem Team. Wir sind gestartet mit Wettreifen und bei Fahrerwechsel, wir haben
Taktik alles gut gemacht und geblieben auf Wettreifen. Und das natürlich hat uns Ergebnis gebracht. Und plus, I like that race, I like that condition. Und deswegen ist alles gut geklappt. Und wir sind auf Podium, wir sind P1. Und ich bin heute mega glücklich. Und Damian, ich hoffe auch, weil für ihn in Deutschland, in dieser sehr starken Nationalmeisterschaft, solche Ergebnisse ist Wunder. Yeah, totally happy. It was a great day. Yeah, I had zero expectations of anything good coming out of this day when I got up this morning, or after qualifying, I should say. And yeah, here we are, P1 trophy, 10th overall. I mean, 10th overall is a good result for us. So, you know, out of 29 cars, and it's a super tight field. And yeah, I think this is Yevgen's first win in German GT4. So he can thank his Canadian teammate, I guess. Schon vorbereitet. Ganz neue Wettreifen. Und ich glaube, schon morgen sind so Wetterbericht haben wir den ganzen Tag Regen. Deswegen heute Tag 2 mit Überraschungen. Sehr schwere Bedingungen bei Qualify 2, weil morgen früh war Regen, Track war absolut nass, ein paar Stellen war abgetrocknet, laufende Qualify schon. Wir waren alle auf Wettreifen, jetzt kommt Sonne, sehe ich schon, ja, aber glaube ich, das nicht zu lange, weil sieht so aus, Wetterbericht, Nachmittag haben wir wieder Regen und starten wir auch wahrscheinlich im Regen. Kurze Resümee über Wochenende. Samstag war sehr erfolgreich für uns und wir sind P1 im Trophy, das erste Win meins im GT4 Germany und P10 war im Overall. Wir sind in Punkten, das beste Resultat von Saison 2023. Sonntag war nicht einfach, Qualify haben wir sehr viel Wasser auf dem Track. Wir sind mit Regenreifen gefahren. Ich habe gute Pace gefunden, war gut. Runde bei Runde habe ich Resultat besser und besser gemacht, qualifiziert. Wir sind sehr gut. Wir waren schon ziemlich in einer Gruppe, wo 12 Fahrer in einer Sekunde. Und ich habe verstanden, ja, für Rennen haben wir gute Einstellungen und gute Performance für Regen-Race. Im Rennen haben wir extrem sehr starke Regen, sehr viel Wasser. Auf dem Gerade sieht man gar nichts. Ich habe nicht verstanden, wo Bremspunkt. Ich war die ganze Zeit, eigentlich 30 Minuten, in einer Gruppe mit 8 Autos. Ich habe versucht, keine Zeit zu verlieren, ja, nicht Gap verlieren vom Fahrzeug nach vorne. Und eigentlich das habe ich gut gemacht.
Ich war die ganze Zeit in und sehr viele Fahrzeuge gedreht, sehr viel Unfall passiert. Aber Runde bei Runde habe ich immer gleiche Rundezeit gemacht und war eigentlich alles gut bis Driverwechsel. Driverwechsel habe ich zum Damian Fahrzeug übergeben und dann sehe ich, die steht im Box und fährt nicht raus und habe ich nicht verstanden, was passiert. Haben wir 62 Sekunden verloren, das ist natürlich sehr viel. Die hat nicht erste Gang gekriegt, die waren Probleme mit Getriebe oder mit Elektronik und die hat versucht, erste Gang einschalten und das geht nicht. Und leider haben wir sehr viel Zeit verloren. Obwohl, Resultat finde ich gut für ihn, weil der hat konstant auch die ganze Zeit gefahren, einmal Fahrzeug gedreht. Wir sind auf Ende auf Position 4 zum Ziel gekommen, in Trophy-Wertungen und im Overall 25. Deswegen, Nürburgring, das ist immer so. Ich kenne das schon, ich kenne Strecke auch nass und trocken. Deswegen, für mich war kein Problem, aber für ihn natürlich war es sehr, sehr schwierig. Ja, das Karrenfahrung, der kennt fast Strecke nicht, plus so viel Wasser, so schlechte Wetterbedingungen. Aber das ist Rennsport und ich bin sehr glücklich. Ich gehe nach Hause mit meinem Trophäe. Erste Trophäe in dieser Serie, diese Saison. Deswegen, besser kann nicht sein. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.